Freunde, ich hab da was für euch. Während ich im Hintergrund bereits am Review arbeite und wir uns bald mal genauer die Kamera anschauen, kleiner Tipp, folgt mir dafür bei Instagram und bei Twitter, gibt es heute die meiner Meinung nach besten Tipps und Tricks, die coolsten Features und Funktionen, die jeder, der sich für das Razer Phone interessiert, kennen sollte. Und jeder, der es hat, der sollte das unbedingt nachmachen. Wir quatschen auch gar nicht lang drum rum, wir legen direkt los. Und zwar, indem wir dem System UI-Tuner aufrufen. Was genau ist das? Nun ja, wir ziehen die Status- bzw. Benachrichtigungsleiste herunter und halten unseren Finger für ungefähr 5 Sekunden auf diesem kleinen Scrollrad. Wenn wir das machen, dann gibt es so eine kleine Vibration. Dann lassen wir los. Ihr seht, das fliegt zur Seite und hier unten steht es. Herzlichen Glückwunsch, System UI-Tuner wurde freigeschaltet. Den finden wir in den Einstellungen als vorletzten Punkt. Und was ich hier besonders cool finde, das sind die Einstellungsmöglichkeiten für die Statusleiste. Ihr seht es, hier oben sind Benachrichtigungen, aber auch sowas wie die Uhrzeit. Natürlich die Akkuanzeige, wenn wir mit WLAN verbunden sind oder im LTE surfen, beziehungsweise der allgemeine Netzempfang, der Flugmodus, all das kann man da oben sehen. Wenn man denkt, ja, das muss ich nicht unbedingt haben, Bluetooth zum Beispiel will ich gar nicht sehen oder WLAN nicht. Ich möchte aber auch das Flugzeug beim Flugmodus nicht sehen oder ich möchte bei der Uhrzeit vielleicht auch noch die Sekunden haben, dann lässt sich das alles hier einstellen. Was ich aber viel, viel besser finde, das ist die Prozentwertanzeige des Akkus. Denn ihr seht, hier oben haben wir zwar das Symbol, aber da wird nicht angezeigt, wie viel Prozent wir haben. Ich bin ein großer Fan davon. Hierüber könnt ihr das also einschalten, probiert das unbedingt aus. Das ist die erste coole Funktion, die jeder kennen sollte. Weiter geht es mit der Gesten- und, na, ich sag mal, Wischbedienung. Man kann das Ganze natürlich ganz normal über diese Tasten bedienen, aber wie cool ist das bitte, mit zwei Fingern nach unten zu wischen, um die Apps aufzurufen? Oder mit einem Finger von unten nach oben, um direkt in die Kamera zu gelangen? Oder mit zwei Fingern von unten nach oben, um in die Nova-Einstellungen zu kommen? All das lässt sich genauso einstellen, wie ihr das gerne hättet. Funktionieren tut das ganz einfach. Ihr sucht einfach einen leeren Punkt auf dem Homescreen und tippt dahin für eine Sekunde oder ihr zieht eure Finger zusammen. Dann gehen wir unten in die Einstellungen und in den Nova-Einstellungen, in denen wir jetzt sind, gehen wir zu Gesten und Eingaben. Und hier könnt ihr nun verschiedene Zugriffsmöglichkeiten für verschiedene Gesten machen. Also für einen Wisch nach oben oder einen Wisch nach unten, einen Doppeltippen, ein Doppeltippen und nach oben oder unten wischen. Wischen nach oben oder unten mit zwei Fingern, für die Finger zum Zusammenziehen und so weiter. Bedeutet, für all das könnt ihr etwas einstellen. Ich habe, ihr habt es gesehen, für den Wisch nach oben habe ich die Kamera draufgelegt. Ihr könnt aber auch was ganz anderes machen. Verschiedene Einstellungsmöglichkeiten oder Assistenten. Die Bildschirmsperre, natürlich aber auch Apps, so wie euch das gefällt. Ich finde, das ist ein super Schnellzugriff für die Kamera. Aber auch Instagram oder Google Maps, Play Music, den Rechner, all das könnt ihr hier drauflegen. Und sogar noch verschiedene Verknüpfungen. Zum Beispiel eine Direktwahl für einen Kontakt. Ihr könnt direkt einen Kontakt drauflegen, den Routenplaner und so weiter. All das lässt sich hier ganz einfach einstellen und das ist, nun ja, nochmal deutlich intuitiver, als das Ganze natürlich über die App-Icons zu machen. Also unbedingt ausprobieren. Ein Schnellzugriff, wenn wir das Ganze schon angesprochen haben, gibt es auch für die Kamera. Der Ein-Aus-Power-Button, der wird einfach schnell zweimal gedrückt und schon landen wir da. Und das Ganze funktioniert auch, wenn das Display, na, gesperrt ist. Wichtig, schnell zweimal den Power-Button drücken. Und wo wir schon auf dem gesperrten Display sind, ihr seht es, ich habe hier Benachrichtigungen. Das sehe ich aber, wenn das Telefon irgendwo da liegt, naja, nicht wirklich. Außer über die Benachrichtigungs-LED, die ihr ausstellen könnt. Es gibt aber noch einen zweiten Weg und zwar ist es eine Geste. Das Telefon liegt also irgendwo, ihr nehmt es hoch und zack, haben wir das Inaktivitätsdisplay. Das sagt nicht nur, wie viel Uhr wir haben, welcher Wochentag ist und welches Datum, sondern ihr seht auch verschiedene Benachrichtigungen. Wir entsperren das Telefon mal und ich zeige euch, was genau das ist und wie ihr da hinkommt. Wir gehen in die Einstellungen. Dort gibt es den Punkt Display. Und hier könnt ihr verschiedene Dinge einstellen. Und zwar nicht nur die Aktualisierungsrate. Ihr habt davon 100 Pro gehört, von dem 120 Hz Display. Wenn ihr das Telefon zum ersten Mal einrichtet und benutzt, dann steht das auf 90 Hz. Das ist, ja, soll so eine Art Mischung aus bessere Aktualisierungsrate und Akkusparmodus sein. Ich sage aber, ich habe keinen großen Unterschied zwischen 90 und 120 Hz gesehen. Bedeutet, der Akku, der hat nicht wirklich mehr verbraucht vom Gefühl her. Aber hier gibt es dann eben auch das Inaktivitätsdisplay, das habe ich euch eben gezeigt. Wenn ihr das nicht braucht, dann lasst ihr das deaktiviert. Wenn ihr es braucht, dann aktiviert ihr das. Und mindestens genauso gut ist zum Aktivieren tippen. Was ist das? Naja, man hat das Telefon in der Hand,
Tipp zweimal auf das Display und zack wird es aufgeweckt. Das ist eine Geste, die sich mittlerweile bei vielen Herstellern etabliert hat. Solltet ihr auf jeden Fall auch ausprobieren. Das ist im Alltag nämlich super praktisch. Außerdem können wir noch die Display-Auflösung herunterstellen oder hochdrehen von 720p. Da bin ich aber ganz ehrlich, da sieht man schon einen deutlichen Unterschied auf Full HD oder eben WQHD. Das ist die bestmögliche Auflösung. Und wo wir eben schon über die Benachrichtigungs-LED gesprochen haben, auch die kann man einstellen oder ausstellen. In den Einstellungen unter Benachrichtigung habt ihr hier die Möglichkeit, für verschiedene Benachrichtigungen bzw. für verschiedene Apps die Benachrichtigung einzustellen. Was hier aber ganz, naja, bisschen versteckt ist, ist über das Einstellungsrädchen zu erreichen, nämlich das Benachrichtigungslicht. Das findet sich hier oben zwischen der Kamera und den Sensoren. Das ist sehr dezent. Wenn ihr denkt, brauche ich nicht, dann könnt ihr das hier wegmachen oder ihr lasst es aber aktiviert. Wie gesagt, das fällt kaum auf, aber wenn man genau darauf achtet, dann sieht man das schon. Probiert es einfach aus und dann schaut, was ihr draus macht. Weiter geht es mit einem Punkt aus meinem Unboxing und zwar geht es um die Speicherkarte. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich wollte eine Speicherkarte einlegen, diese wurde so aber nicht erkannt. Das Ganze probieren wir nochmal, ich bin da natürlich dran geblieben. Also 128 GB sind hier drauf, die Karte legen wir ein und dann seht ihr hier oben direkt eine Meldung, SD-Karte von SanDisk nicht unterstützt. Das ist aber tatsächlich nur halb wahr, denn man muss sie an sich erst einrichten, bedeutet richtig formatieren und zwar entweder als tragbaren Speicher oder internen Speicher. Tragbarer Speicher ist das, naja, was man ganz normal als MicroSD-Karte kennt. Ihr könnt die Karte einlegen, Fotos drauf speichern oder andere Medien und sie wieder rausnehmen und das Gerät direkt in einem anderen Gerät verwenden. Wenn ihr es aber als internen Speicher verwendet, dann wird, na ich sag mal, die Karte mit dem Gerät verschmolzen. Der interne Speicher erhöht sich um die Kapazität, die ihr hinzupackt. Ihr könnt sowas wie Apps drauflagern, aber auch alles andere. Aber ihr könnt die Karte dann nicht rausnehmen und in einem anderen Gerät nutzen, ohne sie erneut zu formatieren. Bedeutet, die Karte, die ihr einlegt, die muss einfach nur kurz eingerichtet werden und dann wird sie natürlich erkannt und dann könnt ihr sie auch ganz normal nutzen. Ich wollte das einfach mal klargestellt haben, weil die Frage unter meinem Unboxing sehr oft aufgekommen ist. Jetzt gar kein, ja, jetzt die Auflösung, es funktioniert natürlich. Wir machen weiter mit dem nächsten Punkt. Wir haben hier ein Gaming-Phone und vorinstalliert ist der sogenannte Game Booster. Was ist das? Naja, ihr habt verschiedene, ich sag mal, Modi. Benutzerdefiniert, Energiesparen und Leistung. Wenn ihr hier oben mal hinschaut, dann seht ihr schon, was diese einzelnen Punkte machen. Unter dem Leistungsmodus haben wir möglichst viel Leistung, aber die Akkulaufzeit, die verringert sich natürlich, weil alles gegeben wird. Beim Energiesparen guckt man, dass, naja, genug Leistung da ist, aber der Akku gespeichert wird. Und unter Benutzerdefiniert könnt ihr das alles genau so einstellen, wie ihr es gerne hättet. Es gibt hier außerdem noch den Bitte-nicht-stören-Modus, da könnt ihr in Ruhe zocken, ohne dass irgendwas dazwischen kommt. Wirklich spannend ist aber, wir suchen uns dafür mal ein Game aus, um das zu demonstrieren, Arena of Valor, das hier, die Konfiguration, die verschiedenen Modi. Was ihr hier nämlich einstellen könnt, das ist unabhängig voneinander die CPU-Leistung, die Auflösung, die Bildrate und Anti-Aliasing könnt ihr auch noch einstellen. Ihr könnt verschiedene Modi auswählen, zum Beispiel mehr Akku. Dann seht ihr die CPU, die taktet quasi nur noch halb so stark, die Auflösung und die Bilder pro Sekunde. Alles verändert sich. Gut, die Auflösung, die bleibt jetzt, aber die Bilder pro Sekunde und die CPU-Leistung, die verändert sich. Ihr könnt optimal wählen, dann habt ihr 90 Bilder pro Sekunde, 2,04 GHz und 1044p Auflösung. Und in der höchsten Leistung habt ihr natürlich alles, was geht. Ihr könnt aber auch auswählen, wie soll die CPU takten, wie soll die Auflösung sein, wie soll die Bildrate sein. Alles könnt ihr unabhängig voneinander einstellen und das ist natürlich super. Weiter, jetzt kommen wir von super irgendwie zu Google. Wir gehen mal in die Google-Einstellung. Bedeutet Einstellung aufrufen, den Punkt Google suchen. So, und hier gibt es den Punkt Anzeigen und die personalisierte Werbung. Diese ist von Anfang an natürlich aktiviert. Wenn ihr aber nicht möchtet, dass eure, ich sag mal, personalisierte Werbung angezeigt wird, dann setzt ihr, so wie ich es getan habe, hier das Häkchen. Was genau ist personalisierte Werbung? Ganz kurzes, einfaches Beispiel. Ihr surft auf irgendeiner Seite und sucht nach Urlaub oder Essen oder Pferden oder sonst irgendwas. Und dann seht ihr auf einer anderen Seite Werbung, die genau dazu passt. Das ist die personalisierte bzw. angepasste Werbung. Also Werbung, die wirklich euch persönlich interessiert. Wenn ihr denkt, ja, das brauche ich nicht, dann könnt ihr das Häkchen setzen. Was dann passiert ist, dass ihr weiterhin Werbung bekommt, aber da kann dann irgendwas kommen, was vielleicht gar nicht zu euch passt. Ihr steht total auf Autos, stattdessen bekommt ihr dann, ich weiß nicht,
Blümchenkleidwerbung oder sonst irgendwas. Ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. Was wir uns nun anschauen, das ist, naja, die Multitasking-Leiste. Wenn ihr in einer App seid, könnt ihr zweimal auf den Kasten drücken, um direkt zwischen den letzten beiden Apps zu wechseln. Das geht sehr, sehr schnell in den Alltag über und ist natürlich leichter als drauf zu drücken, die App zu suchen und rüber zu klicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, gleich zwei Apps gleichzeitig zu nutzen. Wir gehen mal in Einstellungen. Na gut, wir gehen in den Taschenrechner und wenn wir die Taste jetzt gedrückt halten, dann seht ihr, dann wird das Ganze halbiert und unten könnt ihr euch eine andere App aussuchen. Wenn diese App das nicht unterstützt, dann steht das hier, aber bei den Einstellungen, da ist das jetzt kein Problem. So, also wir können hier unten arbeiten, wir können gleichzeitig oben irgendwas ausrechnen, na gut, das kriegen wir noch im Kopf hin, könnt aber zum Beispiel oben ein YouTube-Video schauen und unten Notizen dazu machen, das mal so als Anwendungsbeispiel oder Serviervorschlag, wie wir das auch immer nennen möchten. Wir kommen zu den letzten beiden Tipps. Wir gehen mal wieder in die Kamera, stellen vorher aber das Profil auf laut. Also, wenn ihr in die Kamera geht und Fotos machen wollt, dann hört ihr natürlich einen Shutter-Sound. Wenn ihr das nicht möchtet, dann könnt ihr das in den Einstellungen deaktivieren. Hier gibt es den Punkt Kamera-Shutter-Sound. Wenn ihr das Häkchen wegmacht und ein Foto aufnehmt, zack, dann ist alles ruhig. Ein kleiner Tipp dazu vielleicht noch, wenn ihr den Shutter-Sound aktiviert habt, aber das Profil auf lautlos steht, dann zack, kommt ebenfalls kein Sound. Und zu guter Letzt, wie erstellt man eigentlich einen Screenshot? Immer eine der meistgestellten Fragen an mich. Ganz einfach, rechts ist der Ein-Aus-Power-Button, links die Leiser-Taste, beides gleichzeitig für ungefähr eine Sekunde gedrückt halten und er wird direkt oben gespeichert. Jetzt könnt ihr ihn löschen oder teilen, aber natürlich auch ansehen und direkt weiterverarbeiten. Ja, und das soll es gewesen sein. Das sind die meiner Meinung nach besten Features und coolsten Tricks. Alles, was man wissen sollte, noch ein paar coole Funktionen. Probiert es aus. Lasst mich aber auch gerne wissen, was euer bester Trick davon ist. Und falls ihr noch weitere habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Dann machen wir da eine schöne Sammlung draus. Das war's von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's Are you listening? Gut. Damn. Yeah. Yeah.